Willkommen bei CAP, ein Podcast über Kunst, Kultur und Architektur. Zu Gast ist heute Julian Vogel, Renaissance-Historiker und Kurator für zeitgenössische Kunst. Birgit vom CAP-Team ist heute unser Kapitän und spricht mit Julian Vogel, wie man sich das Leben in Venedig zu Beginn des 16. Jahrhunderts vorstellen kann. Es ist die Zeit der Renaissance und die Lagunenstadt die mächtigste Metropole Italiens. Lieber Julian, schön, dass du heute bei uns bist. Willkommen bei unserem Podcast. Hallo Birgit, freut mich. Julian, du bist Renaissance-Historiker und zurzeit forschst du an der renommierten University of Oxford am Lincoln College und arbeitest an einer Doktorarbeit über venezianische Geschichte. Was genau interessiert dich an der Zeit? Was fesselt dich? Was findest du spannend? Ja, also für Venedig ist 1500 halt so eine Blütezeit, obwohl es auch Krisen gibt, so politische Krisen. Aber ja, es ist halt auch ein bisschen die Mitte sozusagen der fast tausendjährigen Kontinuität. Und ja, es erblüht vieles. Also sie sind auch sehr, sehr mächtig auf dem Gipfel der Macht, würde ich fast sagen. Und da haben wir einfach auch schon, also es ist, als Historiker ist man auch immer auf Quellen angewiesen und das ist so ein Zeitpunkt, eben die Malerei blüht auf, das ganze Archivwesen und das Schriftkanzleiwesen ist in der Blüte. Also man hat da relativ viele Überbleibsel auch und auch vieles in der Stadt. Ja, es gibt so ein paar Quellen in der Stadt, es gibt hier so eine Stadtansicht 1500 von Jacopo de Barbari, wo man sich Venedig im 1:1 eigentlich so vorstellen kann, weil die dieses Jahr, also plus minus dieses Jahr abbildet und da hat man so ein paar hilfreiche Krücken, um sich überhaupt mal eine Vorstellung zu machen. Das finde ich immer hilfreich, also dass man auch sich visuell irgendwie vorstellen kann. Ja, die Blüte der Zeit, ne? Mit vielen Neuerungen, die rübergetragen wurden in die Neuzeit, nicht? Ja, also muss man sich fragen, ob es nicht immer irgendwas gibt, was bleibt. Also es ist ja trotzdem eine Kontinuität und die Zeitzählung ist eigentlich künstlich grundsätzlich. Also unsere lineare christliche Zeitrechnung könnte man sich auch anders vorstellen, aber das mal beiseite ist es halt ja auch mit 1500 markant, so einfach psychologisch markant, würde ich sagen. Ja. Du hast das natürlich einen Epochenwandel, oder? Also eben Renaissance, also in unserer abendländischen Geschichtserzählung ist es dann das Erwachen, also eben die Wiedergeburt der Antike, und wobei man das natürlich auch in Frage stellen kann. Aber du hast für unsere Zuhörer ein Gemälde ausgewählt von Vittorio Carpaccio, das ja sehr genau auch mit Details, mit vielen Details auch zeigt, wie man sich diese Stadt zu der Zeit eben vorstellen kann. Also Carpaccio ist, korrigier mich, eben zur gleichen Zeit wie Tizian und die Künstlerdynastie Bellini. Und für unsere Zuhörer, beschreibt das mal ganz grob, dieses Bild. Also es ist ein Wimmelbild und wir sehen im Hintergrund die Rialto-Brücke, die zu der damaligen Zeit noch aus Holz ist und auch in der Mitte aufgeht, damit eben die größeren Schiffe dann auch durchkamen. Und dann gibt es eben so eine Szene der Bruderschaft, sozusagen eine Prozession. Man sieht auch verschiedene ethnische Gruppen, man kann die erkennen auch an den Gewändern. Und im Mittelpunkt ist auch eine Szene mit vielen Gondolieres und Gondeln. Und ja, ich komme da jetzt gleich auf das zu sprechen, weil deinem Freund und der Kunsthistoriker ist und dir ist da eine besondere Szene auch aufgefallen, richtig? Ja, also vielleicht kurz, Carpaccio ist eben, der gehört zu den großen Malern in der Zeit, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen, also er gehört zur zweiten Generation, wenn man jetzt die Bellini nimmt zum Beispiel, hat aber eben auch seine Spuren hinterlassen. Und sehr interessant als Historiker an seinen Bildern finde ich eben, sage ich mal, die Detailtreue oder dass man so einen soziokulturellen Einblick quasi, also wie so eine Lupe in die Zeit rein. Also man, die Architektur, er ist sehr detailgetreu, er klar komponiert, er eben, wie du beschrieben hast, diese Szenen hier, weil er eben auch eine Geschichte erzählt. Also das ist auch so was man bei ihm häufig sieht. Er ist, finde ich, ein guter Geschichtenerzähler. Also wenn man genau guckt und eben die Kontexte kennt und
dann erzählt er auf einem Bild fast wie sowas wie eine filmische Szene, würde ich sagen, die eben mehrere Stationen aufweist. Und ja, deswegen auch ist das immer ein schönes Hilfsmittel. Ich finde das deshalb, also man muss ja, wenn man eine Person, die weniger von einer Zeit kennt, das ist ja alles nicht mehr sichtbar. Also es ist teilweise noch sichtbar in den Häusern heutzutage in Venedig, aber vieles ist verschwunden. Und deswegen finde ich, also das ist als Historiker, wenn man jemandem was darüber erzählt, hilfreich, weil sich die Leute dann eine Vorstellung machen können. Und da finde ich zum Beispiel, da ist eben Carpaccio ein sehr, also ein Glücksfall für Venedig. Und jetzt zu diesem Gemälde, eben dieses Wunder der Kreuzreliquie, das Teil eines Zykluses ist, einer Scuola, also eine Auftragsarbeit der Scuola San Giovanni Evangelista. Da hat man eben diese Prozession, also diese Scuola-Brüder, die über die Altarbrücke, das ist eigentlich so das Hauptgeschehen, sage ich mal, oder das, was die Scuola auch darstellen wollte. Und du hast eben angesprochen, es gibt da Ruderszenen. Und das ist eben so, also in meiner Zeit in Venedig habe ich das Rudern gelernt, das venezianische Rudern, über Freunde, über einen befreundeten Gondoliere. Und dieser befreundete Kunsthistoriker ist eben Carpaccio-Forscher und hat da zu der Zeit, wir haben uns in Venedig kennengelernt und wir haben dann eben auch zusammen gerudert. Deswegen war das Rudern zentral in unserer Freizeit, sage ich mal. Du warst mehrere Jahre. Ne? Du hast 6-7 Jahre dort verbracht, also kennst dich wirklich sehr gut aus. Ja, also ich war immer wieder da und so Studium, Ende Studium, Austausch hat es irgendwie angefangen und so habe ich dann irgendwie eingezogen auch und das dann alles so ein bisschen gewachsen, sage ich mal. Mhm. Ja, und dein Freund, ja, genau. Und eben, der Freund war eben für seine Habilitation da, der wird bald seine Erkenntnisse zur Carpaccio veröffentlichen, soviel ich weiß. Oh, interessant. Also als seine Habilitation. Und da gibt es auch natürlich auch andere Fragen, aber eine Frage, eine spezifische Frage jetzt bei diesem Bild war eben dann, also eines Tages kam er dann so, du, ich habe da mal was gesehen, diese Boote hier, kannst du es mal anschauen? Und da gibt es eben diese Szene im Vordergrund, also eigentlich so, wenn man sich vorstellt, wie das Bild im Original gehangen hat, das war eben dieser Scuola, also in diesem Bruderschaftsgebäude war das drin, im Hauptsaal, und das hing ein bisschen erhöht, also man guckt eigentlich wirklich das zentral im Bild, also es ist im unteren Bildrand, wenn man es jetzt sich anschaut, aber wenn es ein bisschen höher hängt, ist es so auf Augenhöhe ist es, okay. Ja, vielleicht ein bisschen über Personenhöhe, Augenhöhe, aber trotzdem, das ist schon sehr prominent, also da hat er dann, sprich, es ist nicht ganz zufällig, was er da auch malt, und da hat er eben, also mein Kollege Stefan Neuner eben, der jetzt Professor an der UdK ist, hat dann eben gesagt, guck mal da, was passiert hier genau? Und wenn man die Szene genauer beschreibt, eben, es gibt viele, also man hat ja diese Blickachse in den Kanal Grande rein zur Rialto-Brücke, also ähnlich wie wenn man mit dem Vaporetto heute zur Rialto fährt auf dem Schiff. Und dann zum vorderen Bild dran gibt es unten rechts ein Boot, das von rechts ins Bild reinfährt, also man sieht so abgeschnitten das halbe Boot. Und dann in der Mitte und am unteren Bildrand gibt es eine zweite Gondel, die so ja, zum Betrachter hinschaut. Und die sind schon relativ nah zusammen. Und da ja, kann man sich fragen, was ist da genau los? Also die scheinen, und das war dann eben so die Frage, da scheint es fast so etwas wie eine Kollision zu geben. Das fanden wir dann interessant und das haben wir dann eben genauer untersucht. Ja. Was habt ihr gemacht? Also habt also, ihr das da wir eben, nachgestellt, oder wie? Weil ihr ja Gondoliere seid sozusagen, oder wie? Ja, da wir eben, also die eine Erkenntnis war zu sehen, also was man sehen kann, wenn man, also das Rudern in den venezianischen Booten, da gibt es fixe Manöver mit dem Ruder, also fixe Ruderstellungen. Und das kann man hier bei Carpaccio schon auf diesem Bild beobachten, dass er das ziemlich minutiös nachstellt. Also wenn man die anderen Ruderboote, es gibt ja gut, was sind das, 1, 2, 3, fast 20 Gondeln zu sehen in verschiedenen Positionen auf dem Kanal, hier nur schon in diesem kleinen Ausschnitt. Und wenn man die anschaut, dann erkennt man, der kennt die Technik. Also Carpaccio kennt die Rudertechnik, was ja auch nicht verwunderlich ist von seinem sozialen Hintergrund, wo er herkommt, aus seiner Familie mit einem Onkel, der Hafenaufseher ist und so weiter. Also der hat das Rudern auch selber praktiziert, diese venezianische Rudertechnik, diese stehende. Und ja, gab es auch eine sitzende? Nee, oder? Das klassische venezianische ist stehend. Also das typische, was man von den Gondoliere kennt, auch heute noch.
Und eben das, diese Technik mit Ruder und Forkola, dieser Gabel, wo das Ruder eben je nachdem draufgelegt wird, ist hier wirklich gut abgebildet. Und das war dann eben das Entscheidende zu sagen, guck, wir versuchen mal zu schauen, weil wir eben durch unsere Ruderaktivitäten auch solche Boote zur Verfügung hatten. Wir probieren mal dieses Manöver aus, was dieser eine Gondoliere, der da eben im Zentrum in der Mitte steht, genau ausführt. Und das Fazit bei diesem Ausprobieren war eigentlich, der versucht mit Mühe und Not dieses Aufeinanderprallen zu verhindern. Also der steht auch nicht klassisch. Also beim Rudern gehört auch die Beinstellung dazu. Mhm. Also wie man genau im Boot steht, weil das natürlich auch mit Gewichtsverlagerung und so weiter Gleichgewicht halten. Also, und da, der hat auch eine ganz merkwürdige Beinstellung im Vergleich zum Klasse, was wir heute noch kennen von der Technik und auch was Carpaccio malt. Also ja, das ist offensichtlich hier wirklich so, wie die Vermutung war, dass der also irgendein komisches Manöver macht, das auch so eine scharfe Rechtskurve von ihm aus gesehen, vom Betrachter links, einleitet und dadurch irgendwie verhindert, dass er mit dem anderen Boot kollidiert. Und das habt ihr nachgestellt, oder wie? Das haben wir dann so nachgestellt in der Lagune. Man merkt auch, das andere Boot, da sieht man den Ruderer am rechten unteren Bildrand, der macht auch ein Bremsmanöver. Also das deutet auch darauf hin, dass da irgendwie, ja, das nicht ganz, also knapp vorbei quasi. Also richtig Action in dem Bild, ne? Also das heißt aber auch, dass der Vittorio Carpaccio, also wie du sagtest, also er musste es gekonnt haben. Er musste genau die Bewegung auch so festhalten, dass er eben gerade dieser Gondoliere diese Kollision verhindert. Und es zeigt sich ja auch im Gemälde, dass vieles andere Detailwissen auch da ist. Carpaccio ist natürlich ein Kind seiner Stadt. Also ja. Vielleicht noch in Klammern Carpaccio, wir reden hier nicht vom Gericht. Also, vom schönen Gericht, was man gerne isst. Genau, das ist aber allerdings auch auf Carpaccio, also auf seinen Namen zurückzuführen. Das hat der Gastronom von der Harry's Bar hat das übernommen, also hat das Gericht erfunden und dann eben diesem Gericht den Namen dieses berühmten Malers gegeben. Also das nur so nebenbei. Und eben also deswegen, Carpaccio ist halt ja ein Kind seiner Zeit und auch Stadt und ja, der hat eben seine Qualitäten in der Beobachtung, im naturgetreuen Abbilden und ich würde auch sagen, im Erzählerischen, weil wenn man jetzt das mal anschaut, oder? Also das eigentliche Hauptthema des Bildes, ja. Auch gemäß des Auftraggebers, ist diese Prozession der Scuola. Also Auftraggeber ist die Scuola, die Bruderschaft, nicht gewesen? Genau, diese Bruderschaft. Und im Speziellen ist eigentlich das Hauptthema eben dieses Wunder, was passiert. Das sieht man oben links auf dieser Loggia, also auf diesem erhöhten, also eigentlich wie ein Balkon, beim Patriarchen, das ist der Patriarch von Grado. Und da geschieht ein Wunder, das auf die Hauptreliquie oder auf das Zentrum der Scuola, das spirituelle Zentrum, was eben ein Stück des Kreuzes, der Kreuzigung Jesu, also ein sehr wichtiges Relikt, das diese Bruderschaft voranträgt bei der Prozession. Das ist auch quasi, und dieses Relikt soll Wunder wirken und das ist eben hier gerade im Gange, das zeigt Carpaccio, dass auf dieser Loggia eine Person geheilt wird, die geistig zurückgeblieben dargestellt wird. Also das ist eigentlich das, was quasi das Wundersame. Und die Scuola hat das wahrscheinlich in Auftrag gegeben, dass gerade genau, das Hauptereignis sein soll, was auf dem Gemälde dargestellt ist. Ne? Das ist auch das, wofür sie sich rühmt und was auch die Anziehungskraft in der damaligen Zeit ausmacht bei den verschiedenen, bei dieser Scuola ist es eben jetzt diese Kreuzreliquie, die wir auch sonst, gibt eben auch andere Tafeln, die andere Szenen darstellen, teilweise eine gibt es von Bellini und da passiert auch immer irgendwas so was wie ein Wunder, also verschiedene, es sind immer solche Szenen, die dargestellt sind, aber wie es komponiert wird und so ist eben hier speziell, dass es eben so ein bisschen an den Rand gerückt ist und daneben Carpaccio zeichnet eben dann noch mehr, also malt noch mehr dazu und das ist so ein bisschen auch sein Gag, dass er sich das erlaubt, würde ich sagen, eben unten, man kann das irgendwie parallelisieren oder vielleicht auch als Lesart deuten, dass er irgendwie was zeigt, okay, da passiert ein Wunder oben und wir haben ja auch alltäglich
Geschehnisse, die so ein bisschen wundersam sind. Und also dass hier kein, also man könnte sagen, okay, hier entsteht keine Kollision. Das ist auch fast wie ein Wunder. Das ist immer noch, also wenn man als Tourist heute in Venedig ist, auch immer noch, wenn man sich dann fragt, okay, die kollidieren nie die Boote. Ja, da ist auch viel Können dabei. Nicht unbedingt Also er hat sich irgendwie, eben auch für die Allgemeinheit hat er etwa eine Szene dargestellt, die halt nachzuvollziehen ist und vielleicht ein bisschen Erheiterung auch gibt. Nicht? Genau, ja, weil das war auch Zweck des Bildes. Also dass man, also es hängt ja auch Wäsche rum, sehe ich. Also Wäsche zum Trocknen wird aufgehängt, das sieht man auf dem Bild. Also ganz alltägliche Sachen, die man eben so tun muss. Ne? Ja, man muss auch wissen, also die Struktur dieser Skole, da, die waren breit gestreut. Also da gab es auch, also die waren nicht, also wenn man die venezianische Bevölkerung oder Einwohner in der Zeit hat, hat man natürlich eine Oberschicht, dann gab es so eine Trennung und dann kamen die Cittadini und die Cittadini sind eigentlich die Würdenträger der Skole, aber das geht dann auch wirklich runter bis in weniger begüterte Schichten und deren Welt, eben, die sind auch in diesen Gebäuden drin und die erkennen dann eben was anderes als, sage ich mal, also es ist ein anderes Zielpublikum und das bedient eben Carpaccio auch interessanterweise, auch mit anderen Szenen. Also das sind dann, das wird auch damals schon fasziniert haben. Ja. Auf einem anderen Bild auch irgendwo, man sieht man, wie eine Katze vertrieben wird auf dem Hausdach, also so im Hintergrund eines dieser, egal, also. Lauter erfrischende Details, ja. Sag, du hast gerade eben die Touristen angesprochen, die das halt ja auch interessiert. Wo kann man sich dieses Gemälde anschauen? Also heute ist dieser Zyklus in der Akademie, also im Hauptmuseum, sage ich mal, für Gemälde in Venedig zu sehen. Ist das jemals da rausgekommen? Auf die Wanderschaft gegangen? Wahrscheinlich nie, oder? Die sind, glaube ich, direkt von der Scuola irgendwann mal, da bin ich jetzt, glaube ich, direkt dahin gegangen. Also wie lange sie noch in der Scuola hingen, bin ich jetzt gerade überfragt, ehrlich gesagt. Aber also das Scuola-Gebäude existiert noch, also dieses Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, das kann man auch besuchen. Ja. Aber eben die Gemälde sind jetzt im Stadtmuseum untergebracht. Es gibt aber auch andere Beispiele bei Carpaccio. Also das ist also nicht nur bei Carpaccio, aber auch sonst, wo teilweise auch Bilder irgendwie auseinandergesägt wurden und nur noch irgendwie im Detail aufbewahrt wurden und andere sind dann irgendwann mal wieder auf dem Flohmarkt aufgetaucht und so weiter. Also, mühsam zusammensuchen und wenn es sich wieder findet, umso erfreulicher dann. Kann man sich vorstellen, die wurden dann einfach auseinandergeteilt, auseinandergesägt und irgendwie dann veräußert, nicht, wie man es halt gerade brauchte. Ja, und teilweise in einer gewissen Zeit war viel vorhanden, also auch Porträts und so. Ja. Und wenn dann das x-te Porträt von irgendjemandem, dann musste man dann mal entscheiden und im Nachhinein würde man sich dann wünschen, dass man genau zu der Person ein Porträt findet, aber das ist dann halt verloren gegangen. Also das sind ja eben von 1500 bis heute ist dann ein bisschen was passiert und auch Zeit vergangen. Also unter anderem Napoleon, der auch viel mitgenommen hat, also Venedig und so weiter. Also das, ja. Ja. Sag, wenn wir aufs Gondeln oder Gondeliere fahren, zurückkommen, braucht man das in der Lagunenstadt auch als Transportmittel, wenn man da wohnt? Oder was hast du verwendet zu der Zeit, als du in Venedig gelebt hast? Also ich bin einmal rudernd umgezogen, ja. Aha. Kann man noch machen. Braucht man einfach ein entsprechendes Boot dazu natürlich. Aber sonst gibt es natürlich die moderneren Transport, diese Unternehmen. Das ist natürlich in Venedig einfach, man ist schon auf den Wassertransport angewiesen, weil die ganze Zulieferung, Infrastruktur, man muss einmal verladen, einmal mehr, oder? Das macht dann halt auch ein bisschen die Preise, treibt es in die Höhe. Aber es ist immer wieder ein spezielles Erlebnis eigentlich auch. Ich habe dann auch mal gehört, dass diese Focola, also diese sozusagen, mit dem man steuert, die Geschwindigkeit aufnimmt und auch rudert, ist irgendwie das Herzstück der Gondel und wurde zu der damaligen Zeit fast so auf den Körper eines Gondoliere abgestimmt. Macht man das heute dann auch noch so? Ja, also dieses Ruderbauer-Metier, die sogenannten Remer, die gibt es heute noch, so 4, 5 gibt es, glaube ich, in der Stadt. Und ja, ich meine, das ist das Steuerelement vom Boot, also nebst des Ruders, aber das Ruder ist einfach, ist nicht so komplex, aber die Forcola selbst, die auch aus einem einzigen großen Strunk gebaut wird und da gibt es natürlich jeder Ruder oder jeder Gondoliere, der das eben täglich benutzt,
hat seine Spezialwünsche auch von der Neigung und so weiter. Das wird schon angepasst. Aber also ein guter Ruder kann mit jeder Vorkola rudern. Das kommt, das ist natürlich auch so. Also, aber ja, wenn du dann halt täglich mehrere Stunden ruderst, was die Gondoliere ja tun immer wieder, oder also auch die Touristen-Gondoliere, dann ist es schon hilfreich, dass das dann sitzt, weil ja, es hat halt viel mit, ja, mit der Körperhaltung zu tun, mhm. Und die Winkel, es ist eigentlich ein System, oder mit der Hebelwirkung, die du damit erzeugst, auch mit der, eben die Fußstellung habe ich schon erwähnt, und dann kann man sich vorstellen, dass die Höhe des Gondoliere und die Größe natürlich eine Rolle spielt, und die Boote werden teilweise auch angepasst. Also es gibt auch Vorlieben für, also dass das Boot mehr gebogen ist. Also die Gondel ist ja asymmetrisch gebaut, und gewisse finden das weniger gut und machen das ein bisschen. Also auf der einen Seite ist kürzer, auf der anderen Seite länger, so ein bisschen. Ganz ja, wenig, es gibt einfach so eine Neigung, also damit man eben auch, wenn man geradeaus fährt mit der Gondel, driftet man ja eigentlich immer. Also es ist immer schräg geneigt, weil man ja von, also das ist eigentlich, ja, wenn man so quasi ein Dreieck produziert mit dem Ruder, dem Boot und dem Punkt, wo der Gondoliere steht, oder? Und deshalb, also man, das ist auch interessant, zum Beispiel, wenn man das weiß, wie eigentlich auf dem Wasser die Blickrichtung ist, dass man eben schräg an Wasser andriftet und nicht gerade darauf zufährt. Wenn man das anwendet auf das, wie geschaut wird, das prägt die Sehgewohnheiten, und dann merkt man teilweise auch, wo das sonst noch Einfluss hat, also auch, oder auch wie das zum Beispiel auf die Malerei Einfluss hat. Sag, du bist jetzt fast ein Jahr lang nicht mehr in Venedig, sprich nicht mehr am Wasser, du bist aber an einem anderen Wasser, du bist in Zürich zurzeit. Geht dir Venedig ab? Ja, also das Rudern vermisse ich am meisten, ja, würde ich sagen. Also das auf dem Wasser sein, ja, das ist schon das Spannende, also das, was, sag ich mal, das tiefste, die tiefste Sehnsucht bedeutet. Ja. Ansonsten waren die Umstände halt ein bisschen schwieriger dieses Jahr mit Corona. Also das, ja, und mit dem Hochwasser alles, hat es begonnen, ne? Alles blockiert, ja, das war noch im Herbst, Spätherbst waren da noch über Springfluten unterwegs, was auch nicht gerade lustig macht. Also, sag ich mal, das Leben in Venedig hat auch viele. Also es ist anspruchsvoll, weil eben nebst der Schönheit auch, sag ich mal, viele Abgründe, also touristische Abgründe, die ganze Morbidität mit Feuchtigkeit und so weiter, das gehört auch dazu. Aber ja, ich würde sagen, also ich muss sicher wieder nach Venedig fahren. Also das ist keine Frage, natürlich auch für die Forschung und so weiter. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja, ich habe Freunde, die waren auch gerade da, und ich habe also von mehreren Seiten eben auch schon gehört, dass viele jetzt auch wieder die Situation nutzen, um ein ruhigeres Venedig besuchen zu können. Man hat irgendwie Abstand davon genommen, mit Massen von Touristen sich da durch die Gassen wälzen zu müssen. Und wenn man es früher schon mal gesehen hat, hat man sich gedacht, naja, das spare ich mir jetzt mal. Und da sind jetzt einige eben auf den Geschmack gekommen, eben Venedig wieder zu besuchen, und haben durchgängig eigentlich erzählt, dass es ganz angenehm war und dass man ja auch die Plätze wieder einigermaßen leer genießen konnte. Mhm. Und das Leben der Venezianer, wie sie so leben, auch vielleicht ein bisschen nachvollziehen konnte, beobachten konnte. Ja, ganz interessant. Ja, und also es macht natürlich viel aus, dass die ganze Kreuzfahrtindustrie momentan nicht so ganz auf Volltouren läuft oder vielleicht langsam wieder angefangen hat, jetzt nach den Lockdowns, die es gab. Aber das sind natürlich schon Massen, die dann einen Unterschied machen in der Stadt, vor allem wenn sich dann alles auf San Marco konzentriert, dass die da halt verstopfen. Also die Gassen sind halt auch nicht breiter geworden seit dem Mittelalter, und das glücklicherweise jetzt aus diesem Aspekt, dass die Stadt nicht überflutet wird. Das ist natürlich für die, wenn man, sag ich mal, nahe wohnt und nicht weit reisen muss, ist das natürlich eine Gelegenheit, jetzt Venedig zu besuchen, würde ich sagen. Das ist ein schönes Schlusswort. Lassen wir uns hoffen, dass die Pandemiezeit einigermaßen bald auch wieder in sicherere Bahnen ist oder kontrollierbar ist, und dass man auch wieder reisen kann und eben so schöne Reisen wie Venedig und Venedig erleben kann. Julian, ganz herzlichen Dank für das Gespräch mit dir. Hat mich sehr gefreut. Bis bald. Danke. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss.